So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir den ersten Teil von der Abenteuer auf dem Reiterhof-Reihe. Eine meiner beliebtesten Videospielreihen. Ich sag's, wie es ist, auch gerade so als Pferdefreund, als Spielfreund. Ja, ist hat auf jeden Fall schon so einige Jahre auf dem Hocker das Spiel, auf dem Kuffbuckel das Spiel. Aber ja, ohne große Freude würde ich sagen, ich guck mal dazu rein, Optionen rein. Geht das jetzt nicht mehr auf die gleiche Stufe so. Und dann machen wir direkt ein neues Spiel starten. Ja, ich drück das mal weiter. Also das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr das Video pausieren. Ich kenne das halt schon und ich will das jetzt nicht alles vorlesen, ehrlich gesagt. Deswegen lese ich es. Gehe mal durch. Hier steht letztendlich einfach nur, dass wir die Rolle von Annie übernehmen werden, die ihr erstes Pferd erhält und auf dem Hof zusammen mit Melissa und John für die Turniere trainieren wird und dass wir ein paar Geheimnisse lüften sollen, um das gut Ding aus. Nein, ich möchte die Einführung nicht. Sehr geehrte Annie, wie du weißt, ist vor kurzem deine Tante Martha nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Ich schreibe diese Zeilen, um dir mitzuteilen, dass du in ihrem Testament bedacht wurdest. Ihre eigenen Kinder sind als Haupterben eingesetzt, aber sie besaß ein Pferd, das sie nun dir vermachen möchte. Selbstverständlich bist du nicht verpflichtet, dein Erbe anzutreten, aber teile mir bitte so schnell wie möglich deine Entscheidung mit. Wenn du Interesse an dem Pferd hast, schicke ich dir einige Fotos, einen Stammbaum und weitere wichtige Informationen zu. Mit freundlichen Grüßen, Anderson und Partner, Notar. Genau, so kommen wir in unser erstes Pferd. John, Melissa! Beruhige dich, du erschreckst Komet. Hi, Annie, wie geht's? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ein Pferd geerbt. Ist das nicht toll? Ach ja? Und wovon träumst du sonst so? Komm schon, Annie. Du bist meine Stallgehilfin. Du wirst es immer bleiben. An einem Wettkampf wirst du jedenfalls nie teilnehmen. Glaub doch, was du willst. Du wirst schon sehen. Kann ich hier einen Stall mieten? Das ist eine tolle Idee, nicht, Melissa? Okay. Du und dein Gaul werdet sicher keinen Blumentopf gewinnen. Ich werde euch beim nächsten Wettkampf zeigen, wer die Beste ist. Gehen wir, Komet. Achte nicht auf sie. Ich werde dir helfen. Hast du ein Foto von dem Pferd? Ja, das ist heute mit der Post gekommen. Scheiß auf alle anderen Infos, ich will erstmal ein Foto sehen. Liebes Tagebuch, etwas Wundervolles ist geschehen. Ich habe ein Pferd geerbt. Sein Name ist Alpha. Ein fantastisches Tier. Aber das Tollste daran ist, dass ich für mein neues Pferd einen Stall in Rosemont Hill gefunden habe. Dort befindet sich das Gut, auf dem mein Dad aufgewachsen ist. Er und meine Großeltern lebten dort, bis ein gewisser Mr. Willoughby meinen Großvater durch betrügerische Machenschaften um Haus und Hof brachte. Damals musste mein Vater Rosemont Hill für immer verlassen. Es ist eine lange, traurige Geschichte, aber ich hoffe, ich kann jetzt, da ich viel Zeit in Rosemont Hill verbringe, mehr darüber herausfinden. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, dort zu leben. Der alte Mr. Willoughby ist schon vor langer Zeit gestorben und sein Sohn Stephen Willoughby kümmert sich an seiner Stelle um den Hof. Aber eigentlich ist er nie da. John sagt, dass er hauptsächlich seinen Geschäften nachgeht. John ist übrigens derjenige, der sich in Mr. Willoughbys Abwesenheit um die Stelle kümmert. Es ist fast so, als würde dieser wundervolle Ort einzig und allein Melissa, John und mir gehören. Melissa ist nicht so umgänglich wie John. Sie kann ganz schön mürrisch und unfreundlich sein. Aber ich werde mein Möglichstes tun, um mich mit ihr anzufreunden. Es gibt noch zwei weitere Menschen, die auf Rosemont Hill Ställe gemietet haben. Sie heißen Linda und Michael, aber bisher kenne ich sie kaum.
Ich bin im Moment ganz schön aufgeregt, weil man so viele Dinge beachten muss, wenn man ein Pferd besitzt. Es muss gefüttert und gepflegt werden. Und natürlich muss ich auch den Stall ausmisten. Hoffentlich vergesse ich nichts. Das wäre alles für den Augenblick, denn ich muss jetzt reiten gehen. Denn jetzt, ich muss reiten gehen, steht das auch gut. Ja, genau, das ist Annie. Man sieht, dass das Spiel alt ist, also Grafik. Ja, also ich sag's, wie es ist. Ich steuere mit den Pfeiltasten, genau. Ich sag's, wie es ist. Ich kenne das Spiel halt schon, und weil ich das so oft gespielt habe, kenne ich es eigentlich fast in- und auswendig. Nur die späteren Level sind mir noch so ein bisschen schwammig. Einfach. Also die wirklich letzten, weil ich es da meistens gar nicht bis hin geschafft habe irgendwie. So, genau. Hier kommt unser Kumpel John, der hier die ganze Zeit rumrennt. Und der müsste... Hallo Annie, wie geht's? Hallo John. Tolles Wetter, nicht? Ja. Ja, es ist wirklich prima. Ausgezeichnet zum Trainieren der Pferde. So. Na dann mal rein in den Stall. Annie, ich muss mir eine Pferdebürste von dir leihen. Ich kann meine nicht finden. Ja, ja. Hier, kannst du haben. Natürlich darfst du. Danke. Also ich bin immer freundlich zu Melissa, einfach weil ich keinen Bock auf diesen Zickenkrieg habe. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwie auswirkt, wenn man böse zu ihr ist. Aber es wirkt sich auf jeden Fall gefühlt nicht aus, wenn man nett zu ihr ist. So, hier haben wir... Genau. Man hat jedes Level so eine Ziele, die man erfüllen muss, um weiterzukommen. Und da oben sehen wir die Wettkämpfe, die wir bestreiten müssen. Kurze Führung. Geht na was Reiterstübchen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum ich da unbedingt rein will. Da ist nämlich so eine Zuckerbox. Den nehme ich immer für mein Pferdchen immer gleich mal was mit. Dann gucken wir mal von hier hinten an. Also hier müsste, ja, hier müsste Johns Pferd das rein. Das ist Johns Pferd. Ja, das ist Johns Pferd. Da hinten ist die Box von Comet, also von Melissas Pferd. Hallo Melissa. Ja. Ich habe dein Tagebuch im Aufenthaltsraum gesehen. Vielleicht solltest du es nicht einfach so herumliegen lassen. Was meinst du? Sie meint, dass sie assig ist. So. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Pferdchen. Das steht hier vorne drin. Da ist sogar so ein richtig schönes Zeichen an der Wand. Das ist mein Pferd. Das ist ein... Mein Pferd mag es, wenn ich mich mit ihm beschäftige und es striegle. Ja, das ist unser Pferdchen Alpha. Dann nehmen wir uns direkt die Bürste mal mit. Man sieht da unten die Leiste mit den Bedürfnissen, die das Pferd hat. Ich werde dich striegeln. Ich stelle sie besser dahin zurück, woher ich sie habe. So, kommt. Kannst du dir ein Heu schnappen und in den Futterbehälter legen, bitte? Jo. Kann ich machen. Vielen Dank. Und bitte merkt euch, so putzt man ein Pferd. Einfach so ein, zwei Mal über die gleiche Stelle drüber schrubbeln und schon ist es geputzt. So, normalerweise dauert es in den ersten Tagen nicht sehr lange, bis das Pferd wieder einen Wunsch hat. Diesmal wohl doch. Ja, jetzt steht es sogar, hilft John, einen Heuballen in den Futterbehälter zu bringen. Und da hat es auch schon Hunger. Futter für mein Pferd finde ich im Futterbehälter. Ich fülle den Eimer damit, wenn ich etwas brauche. Ich denke, es wird kein typisches Let's Play von mir, wo ich da so ein bisschen blind rein starte. Die Abenteuer-Reiterhof-Reihe, die gefällt mir, die kenne ich deswegen. Aber ich will sie trotzdem mal hier aufnehmen. Vielleicht hilft es auch ein bisschen. Gerade für Leute, die dieses... Los geht's. Hier gerade auch dieses Spiel so gern gespielt haben wie ich früher oder die auch so einen Abenteuer-Reiterhof-Fan sind wie ich. Platz zurück, damit John ihn für sein Pferd sind solche Videos dann vielleicht ganz schön. Ups. Ja, unten jetzt nochmal ganz kurz. Er hat jetzt, wenn er die Bedürfnisse abgehakt. Wir müssen zwar nur einmal reiten, damit die Bedürfnisse abgehakt sind, aber wir müssen halt dreimal. Das ist auch der Grund. Früher als Kind bin ich meistens schon beim ersten Turnier gescheitert. Einfach deswegen, weil jedes Mal, wenn ich dann zum Geländeritt musste und dieser Tierarztcheck kam, kam halt, dass mein Pferd im zu schlechten Zustand ist. Und das war halt einfach nur deswegen so, weil ich einfach die Bedürfnisse einmal durchgemacht habe und dann halt direkt alle drei Trainingsmöglichkeiten abgeritten bin. Bevor ich ausreite, muss ich dem Pferd die Zügel anlegen und es satteln. Zügel und Sattel hängen im Stall. Ich nehme den dahin. So ein Pferd braucht viel Pflege, damit es gesund bleibt und in den Wettkämpfen gut abschneidet.
Es ist wichtig, alle Trainingsmöglichkeiten von Rosemont Hill auszuschöpfen. So, Sappo. Jedes Pferd braucht seinen eigenen Sattel. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier halt keine Musik gibt. Nein, da verdrücke ich mich gerne mal. So. Komm mit, Pferdchen. Sieht richtig geil aus, wie sie es einfach rausführt. Sie klebt an dem Pferd dran. Ne? So, und los. Los, mach schon. Und dann haben wir hier den wunderschönen Springparcours. Oh, keine gute Ausdauer hat unser Pferdchen. Und wenn ich mal ein bisschen schneller werde, fängt sie direkt an zu keuchen. Ja. Und top. Und durchs Ziel. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Sogar mit Ansager, selbst beim Training. Ich finde das trotzdem alles so ganz süß. Reit mal hier direkt zu den Apfelbäumen. Können wir gleich mal mitnehmen, für den Fall, dass Alpha dann nachher einen Apfel haben will. So. So, und jetzt weiß ich noch, dass da bei der Koppel... Genau, da ist nämlich eine Latte kaputt. Ich habe ein Loch im Zaun entdeckt. Ich muss es flicken. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Jetzt können wir mal ganz dramatisch beobachten, wie John zu uns rübergelaufen kommt. Natürlich eigentlich total langweilig und unnötig, dass sie das von da gestartet haben, aber gut. Wo ist er denn? Da ist er. Gut, dass du das Loch entdeckt hast. Ich muss los meine Werkzeuge holen, damit ich es stopfen kann. Sind deine Werkzeuge auf der Koppel? Schneller, schneller. Oh, und es blinkt schon wieder. Unser Pferdchen möchte auf die Koppel. Weiß es gar nicht. Alpha war, glaube ich, ein Wallach. Also es tut den Pferden gut, wenn sie auf die Weide geführt werden. Sie sind nicht gerne die ganze Zeit im Stall. Das Pferd muss aufgezäumt werden, damit ich es aus dem Stall führen kann. Jo, machen wir. Aufgezäumt ist er ja schon. Hübsches Pferd. Na, dann streichel. Oh, Papa. Dann mal raus mit dir an die frische Luft. Dies ist die Weide. Hier kannst du dein Pferd frei laufen lassen. Stück auf die Weide drauf. So. Na los. Hopp, lauf. Tob dich auf dieser total langweiligen Koppel aus. Ich finde es auch geil, dass im Intro im Hintergrund so viele Pferde zu sehen sind und in Wirklichkeit stehen hier halt drei Pferde im Stall. Meins, das von John und von Melissa. So, und während unser Pferdchen sich draußen austobt, können wir ja schon mal das für John erledigen. Den Heuballen holen. Weil sie die ja nicht anders halten kann, diese verdammte Heugabel, müssen wir wieder durch einen großen Eingang. Die kleine Tür kommt ja nicht durch mit dem Ding in der Hand. So.
Es ist auch gut, wenn man draußen ist und keinen Bock hat, zu seinem Pferd zu latschen und zu gucken, ob es will, kann man immer John anquatschen. Der erzählt dann immer was über die Bedürfnisse des Pferdes und du weißt dann immer genau, was es gerade will. So. Ich weiß ganz lang. Hier war sonst nichts mehr drin, ne? Hier kann man schön Melissa und Komet stalken. Und es sind in jeder Box Pferdeäpfel, obwohl da gar keine Pferde drin sind. Na, Apfel. Ich sollte ein paar Äpfel suchen. Pferde lieben Äpfel. So. Auch gerade das Äpfel geben habe ich ewig gebraucht, bis ich wusste, wie das funktioniert. Da muss man Q drücken, damit das Inventar aufgeht. Dann den Apfel halt auswählen und dann auf Benutzen drücken. Habe ich ewig gebraucht, bis ich das rausgekriegt habe. Komm mal da vom Tor weg, Alpha. So. Jetzt renne ich dem Fett hinterher, um zu gucken, ob es was will. Stall ausmisten. Jetzt weiß ich nicht. Manchmal hat das Spiel da so ein bisschen rumgebackt und hat das nicht als erfüllt Ich muss auch den gewertet. Stall ausmisten. Ich benutze die Schaufel und die Schubkarre dazu. Hübsches Pferd. Dann hat es das nicht als ausgefüllt gewertet, wenn das Pferd nicht in der Box stand und ich ausgemistet habe. Deswegen nehme ich sie nicht da. Ich glaube, es war ein Wallach. Direkt lieber wieder mit. Und man hört auch nur sie. Das Pferd hört man gar nicht, wie es hier durch die Gasse läuft. Ordentlich wieder reinstellen. Die Boxen sind halt auch so vergittert und hier hinten so ein ganz kleines Fenster. Das ist auch. Das wäre heute absolut nicht mehr angemessen. So, Schaufel und Schubkarre zum Ausmisten. Nein, nicht den Eimer. Die Schubkarre. So, lasse ich hier stehen. Und die Schaufel muss hier hinten irgendwo rumstehen. Wobei es mir irgendwie auch unheimlich ist, dass man mit Schaufel ausmistet. Na. Und da noch. Ich muss die Schubkarre vor dem Stall ausleeren, wenn sie voll ist. Ist sie denn voll? Ja, ist sie jetzt voll. So, da kommt. Ups. Gib her. Jetzt müssen wir ja auf der anderen Seite raus. Genau hier. Ich bringe die Sachen lieber an die So. Stelle zurück, von wo ich sie habe, bevor ich den Stall verlasse. Ich gehe nicht so gern komplett raus, weil dann backt sich das immer fest und dann ist es total schwer, durch die Tür wieder in den Stall zurückzukommen. Na, stellst du es bitte da in die Markierung wieder rein? So. Alpha, hier hast du noch ein Zuckerstückchen. Nom, 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 nom. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, für das Let's Play werde ich es dann, glaube ich, auch so machen, dass ich zwischendurch einfach reiten gehe, egal ob das Pferd das Bedürfnis hat, sich zu bewegen oder nicht.
Einfach weil das sonst wirklich eine ganze Weile dauern kann, bis das Pferd wieder sagt, ja, warte mal, Pferdemögen ist gestreichelt zu werden. Man sollte niemals vergessen, sein Pferd zu liebkosen. Das stimmt. Hübsches Pferd. Deswegen würde ich sagen, na komm. Wir gehen noch mal eine Runde ausreiten. Und los. Natürlich cool, wenn jetzt auf dem Weg raus dann, ja, jetzt möchte ich doch ausreiten. Na gut. Ups. Ja, jetzt will's Futter haben. Kriegt's dann auch. Und dann geht's hier zum Hindernislauf. Ja, oh. Wir hätten sie halt wirklich mal so ein bisschen Musik drüberlegen können, aber na gut. Hier weiß ich immer noch nicht, was das soll. Hier so ein Pfosten in die Mitte. Ja, du bist erschöpft, ich weiß ja. Aber wir brauchen ja auch eine gute Zeit. Ist ja Training. Vielen Dank für diese tolle Leistung. So. Ja, jetzt haben wir da oben schon 94% abgeschlossen. Und runter vom Pferd. Pferd hat Hunger. Kann ich ihm jetzt einfach das Futter holen? Noch gesattelt und gezügelt. Scheiß drauf. Wir holen Futter. Da. Und da. Los geht's. So. Schön im Stall muss immer Ordnung herrschen, ne? Warte das nächste Bedürfnis mal noch ab. Will aber nicht abzatteln, weil vielleicht will's ja als nächstes direkt nochmal reiten. Das wäre ja schön. Finde ich mal ganz lustig, wenn die Pferde mal so direkt hintereinander weg das gleiche Bedürfnis haben. Ich hab dich doch gerade erst gebürstet. Ja, ich will nochmal. Oder wenn sie auf der Weide sind und dann auf die Weide wollen, denke ich mir auch immer, Oh, tatsächlich, guck mal einer an. Nein. Oh. Ich verwechsel manchmal so ein bisschen, wann ich Leertaste und wann ich Eingabe drücken muss. So. Auf. Und hoch aufs Pferd. Schneller, schneller. Jedenfalls, dass dieses System von dem Spiel, sobald man die Ziele erreicht hat, kriegt man dann eine Einladung zu den Turnieren. Und ich würde es gerne wirklich so probieren, dass ich immer so diese Turnierabschnitte als Folge mache, was vielleicht später nicht mehr so möglich ist, weil die Turniere halt immer länger werden.
dass ich dann entweder längere Folge machen muss oder dass ich es anders schneiden muss. Und es kommt halt zwischendurch, halt in den einzelnen Abschnitten gibt es halt verschiedene Missionen, die man noch erledigen kann. Also Lissa und John zu helfen oder man kann in irgendwelche neuen Bereiche, die man dann erkunden kann. Aber es war halt auch eins der ersten Spiele, die ich als Kind bekommen und gespielt habe. Also ich fand das sehr faszinierend. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass ich so ein bisschen bescheiden bin, was Grafik und Spielprinzip angeht. Also ich bin sehr schnell zu überzeugen eigentlich. Aber ich kannte es halt früher nur so und deswegen alles, was für mich besser ist, ist halt dann mords beeindruckend. Und alles, was so auf diesem Niveau ist von Grafik und Spiel, Prinzip, ist für mich halt Gewohnheit. Also da würde ich jetzt auch nicht anfangen zu meckern. Vor allem, wenn man immer bedenkt, wie alt das Spiel ist, also ist völlig in Ordnung, finde ich. Es gibt ja Spiele, die sind nicht so alt, die sind um einiges schlechter. Und letztes Hindernis. Vielen Dank für diese tolle Leistung. Bitteschön. So, genau, jetzt ist da unten das Briefkastensymbol. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir jetzt so eine Einladung bekommen haben zum Turnier. Aber ich speichere vor Turnieren immer und ich weiß leider, dass das Spiel abstürzt. Also höchstwahrscheinlich abstürzt, sobald ich speichere. Also was heißt abstürzt, dass es dann halt ausgeht. Ach, ich lass dich erstmal. Okay, ich kann dich auch nochmal bürsten, Alpha. Alles gut. Damit. Nimm dir die Bürste. Und dann nochmal kurz striegeln. Ich werde dich striegeln. Gut, Leute, also ich werde speichern und wahrscheinlich das Spiel abschmieren. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder bei Abenteuer auf dem Reiterhof und machen schon das erste Turnier. Tschüss.